Was geht ab, Leute? Und damit erstmal herzlich willkommen zum ersten Halbfinalspiel im 3 vs. 3 Community Cup. Heute geht es um den Einzug ins große Finale. Ich hoffe, es wird ein sehr spannendes Spiel. Es spielen L2 vs. The Noobs. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr mit am Start seid. Kurze Vorabinformation. Beide Teams mussten ein Mate austauschen. Und das wird natürlich auch nochmal interessant, ob sie trotzdem das gleiche Potenzial haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer ins Finale einziehen wird. Und würde sagen, dass wir uns gleich aufs Spiel konzentrieren mit dem ersten Versuch. Gerade bei The Noobs würde ich sagen, wird es heute, wenn sie genauso spielen wie in der Gruppenphase, eine Zitterpartie. Obwohl sie natürlich nicht umsonst ins Halbfinale eingezogen sind. Deswegen bin ich mit euch hier am Start, um das natürlich zu sehen. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Und bis jetzt muss man sagen, L2 macht ziemlich viel Druck. Hat hier schon gerade den dritten Schuss aufs Tor abgegeben. Bin gespannt, was heute die Taktiken der beiden Teams sind. Und wir sehen The Noobs erstmal sehr defensiv. Hier ist schon die nächste Chance. Kann ihn haben. Da müssen sie echt aufpassen. Sie sind alle drei sofort draufgegangen. Das ist immer so eine Situation, wo man seinen Mates wirklich vollkommen vertrauen muss. Wenn einer sagt, ich gehe, dann muss man wirklich dem vertrauen, dass er den Ball trifft. Und der muss ihn dann natürlich auch wirklich haben. Denn wir haben es sehr oft gesehen in der Gruppenphase. Alle sind wirklich draufgegangen. Und dann war das Tor frei für den Nachschuss. Da muss man wirklich immer drauf aufpassen. Und der Pfosten ist im Weg. Wobei es noch offen ist. Schön. Nein! Nein, er hatte ihn so schön noch am Rand rausgerollt. Und dann stand sein Mate im Weg. Ist natürlich ein blöder Fehler. Aber ich sag mal so, wir haben erstmal knapp 2 Minuten um. Wir haben natürlich noch mehr als 3 Minuten zu spielen. Deswegen. Selber schön geklärt. The Noobs müssen jetzt gucken, dass sie wirklich viel mehr Druck ausüben. In der Verteidigung haben sie ganz gute Chancen, aber sie machen zu viele Flüchtigkeitsfehler, gehen zu oft alle zusammen auf den Ball drauf. Müssen sich da wirklich ein bisschen mehr absprechen. Dann in die Offensive gehen, dann können sie, glaube ich, einiges rausholen. Da ist die nächste Chance. Aber keiner ist da. Schön geklärt. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass L2 sehr viele weite, hohe Bälle bringen, um die Abwehr leicht auszuspielen. Und die dann ins Tor zu droppen. Aber so schlecht schlägt es die Noobs da gar nicht. Sie werden die eigentlich immer ganz gut ab. Müssen halt wirklich nur aufpassen, dass sie dann auch schnell nach vorne gehen. Um den Konter rauszuhauen. Da ist die nächste Chance. Schade, aber schöner Versuch. Kommt hier? Nein, kommt er nicht. Das könnte jetzt die erste wirkliche Angriffssituation werden, aber er hat ihn schön gesaved. Kommen Sie mit Ihrer dritten? Nein, da war keiner da. Jetzt müssen L2 aufpassen, dass sie nicht zu leichtsinnig werden, was die Verteidigung angeht, weil sie im Moment wirklich viele Bälle durchlassen.
Der war schön gemacht. Aber da ist keine Lücke. Die letzten 30 Sekunden laufen gleich. Jetzt müssen Sie aufpassen, dass L2 nicht noch ein Tor macht. Oder andersrum, dass The Noobs noch ein Tor schießen. Um das Ganze, da ist das Ding drin. Jetzt wollte ich gerade sagen, um das Ganze vielleicht noch aufholen zu können. Aber genau in dem Moment machen sie dann das 2:0. Wobei man wirklich sagen muss, er war sehr knapp dran. Sah zumindest aus meiner Position so aus. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir spielen Best of 3. Es ist noch alles offen, Leute. Genauso wie hier, das Tor ist jetzt wirklich, sage ich mal, ein Spätzünder, aber besser spät als nie. Da hat jemand beim Anspielen leider nicht ganz aufgepasst. Wobei man wirklich, wenn man jetzt, sage ich mal, von einer sehr knappen Chance ausgeht, nochmal so ein Tor reinmacht, ist natürlich wiederum auch in diesem Spiel in der Nachspielzeit möglich gut. Das ist jetzt nicht passiert, aber wir haben gesehen, wie schnell das gehen kann. Und damit würde ich sagen, schönes erstes Spiel. Erster Sieg für L2. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich im zweiten Spiel wieder. So, zweites Spiel, Best of 3. Was bedeutet, wenn The Noobs dieses Spiel nicht für sich entscheiden können, sind sie leider raus. Deswegen würde ich sagen, sollten sie wirklich alles geben. Ich glaube auch, das wissen sie. Sie werden, glaube ich, jetzt wirklich alles raushauen, was sie haben, um sich wirklich noch den Einzug ins Finale sichern zu können. Sie müssen einfach nur kontrollierter spielen, als gerade die Situation ein bisschen mehr unter Kontrolle haben. Und, sage ich mal, einfach mehr Vertrauen in die Mates. Schön pariert. Und vielleicht auch ein bisschen mehr nach vorne gehen. Und L2 sollte wirklich in der Absprache der Abwehr ein bisschen aufpassen. Wie man hier gerade gesehen hat, es war niemand hinten und wäre der Ball mittig gegangen, wäre der auf jeden Fall reingegangen. Da müssen die beide etwas aufpassen, beide Teams. Da ist das Tor frei, ist er da? Schön gemacht. Lücke ausgenutzt. Schöner Pass. Beide in dem Moment AFK. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Da sollte wirklich nur einer drauf gehen. Gut, er wurde vom anderen weggebammt. Was natürlich keine Absicht war, sondern in dem Moment einfach ein blöder Zusammenstoß. Aber sowas muss man natürlich ausnutzen. Jetzt haben wir die gleiche Situation nochmal. Ist einer da? Das ist jetzt natürlich, bitter. Gucken wir uns nochmal an, wie das Ganze entstanden ist. Schöner hoher Pass. Und dann wollte er ihn abwehren, trifft aber leider das eigene Tor. Gut, 2:0 ist dann schon bitter. Aber man kann das Ganze noch aufholen. Ich weiß, ich sage das immer allzu gern. Habe es aber auch schon zu oft erlebt. Deswegen ist es wirklich alles möglich in dem Spiel. Das sollte man echt nicht vergessen. Und auch echt nicht zu übermütig werden. Was hier im Turnier noch nicht der Fall war. Dass Leute zu übermütig geworden sind. Aber alles klar, das Ding hatte Power. Schöner weiter Ball. Und keiner im Tor. Erstes Tor für The Noobs. Er wurde gleich ausgenutzt, dass alle drei auf einer Seite waren, niemand im Tor war. Schöner Schuss. Dann wollen wir mal gucken, was die Antwort darauf sein wird. Vielleicht erwarten wir gleich auch nochmal ein richtiges Comeback von The Noobs. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf.
Wobei ich sagen muss, dass der Name The Noobs an dieser Stelle eigentlich nicht verdient ist. Und da hätten wir fast den nächsten Torschuss gehabt. Kann er sich durchdribbeln? Okay, okay, hier sehen wir zwei uneinige Spieler. Wir müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht... Was macht er da? Da ist das zweite Ding für The Noobs. Und schon haben wir wieder Gleichstand, schon ist alles aufgeholt. Da kam der Backpass und er springt vorbei. Das ist natürlich, sag ich mal, echt nicht schön, aber es kann passieren. Den Fehler müssen wir jetzt wieder gut machen. Was allerdings ein Punkt ist, den The Noobs gut gebrauchen können. Sie haben jetzt keinen Zeitdruck mehr, können sich jetzt wirklich erstmal voll aufs Spiel konzentrieren, ohne auf die Zeit achten zu müssen, weil alles wieder aufgeholt ist. Das war aber auch eine Situation, er wollte schön den Pass zurückbringen, so wie ich das gesehen habe. Und Assassine fährt vorbei oder springt vorbei, weil Spikes den Ball nochmal berührt hat, so wie ich das gesehen habe. Womit man dann, wenn man ihn wirklich genauso anvisiert, einfach nicht rechnet. Schöner Versuch hier. Aber dann so ein, sag ich mal, fast Eigentor ist wirklich in so einem Moment echt mies. Ich bin gespannt, ob sie das wieder gut machen können oder ob sie nur sagen, nein, jetzt sind wir dran. Das war verdammt knapp. Da bin ich gar nicht so schnell zugekommen, das überhaupt auszusprechen, so schnell wie das Ding gerade war. Man merkt auf jeden Fall, dass L2 jetzt deutlich mehr Druck macht. Aber das ist den Noobs gerade egal, sie werden es trotzdem ab. Wir müssen jetzt nur gucken, dass sie nach vorne kommen. Lassen sich damit wirklich ein bisschen zu viel Zeit. Schönes Ding, aber leider wieder Latte. Die letzten 40 Sekunden laufen. Bin gespannt, ob wir in die Nachspielzeit gehen werden oder ob es so geklärt werden kann. Auf jeden Fall kann man bis hierhin schon mal sagen, ein wirklich schönes, spannendes zweites Spiel. Kann er sich durchdribbeln? Kann er das Ding machen? Nein, da ist er schön in seiner Abwehrposition und hat das Ding nochmal gerettet. Letzten Sekunden laufen. Und ich würde schon mal sagen, macht euch bereit für die Nachspielzeit. Jetzt geht es hier wirklich um alles oder nichts. Das nächste Tor entscheidet hier wirklich, ob es ein drittes Spiel geben muss oder ob L2 im Finale sind. Wobei ich mir so spannend, wie das Ganze hier ist. Schade. Ein drittes Spiel echt wünschen würde, aber ich bin hier der Unparteiische, sage ich jetzt einfach mal. Da ist das Tor frei und er hat hier noch gesaved. Er ist schön ruhig geblieben, das ist wichtig in solchen Situationen. Das ist natürlich gerade noch mal so unter ihm durchgeglitscht. Man merkt jetzt gerade wirklich, wie oft L2 versuchen aufs Tor zu schießen. Sie lassen den Gegnern quasi gar keine Zeit, irgendwie den Ball nach vorne zu spielen. Ist einer da? Schade. Da kam er nicht ganz durch.
Auf jeden Fall schöne Abwehraktion hier von den Noobs. Wir lassen die Gegner einfach nicht durch, müssen wirklich unbedingt aus ihrem Tor rauskommen. Dass am besten einer mal am Ball bleibt und pushen geht. Auf jeden Fall ist es hier gerade verdammt spannend. Und jetzt haben sie die Chance für einen Angriff. Kommen sie durch. Schade, aber noch ist alles offen. Schöner Safe. Aber wir sehen jetzt schon die ersten Angriffsaktionen von The Noobs. Machen gerade deutlich mehr Druck. Schöner Pass. Da ist das Ding drin. Da ist das Ding drin, Leute. Das entscheidende Tor. L2 zieht ins Finale ein. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, ein verdammt spannendes Spiel. Gut gespielt an The Noobs. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und ihr habt natürlich noch die Chance auf das Spiel um Platz 3. Sagt auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Lasst gern eure Meinung da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal natürlich. Und ciao.